Du erziehst ein Kind und du bezahlst und du denkst die richtige Erziehung, das ist für ihn Essen zu bringen und ihm die beste Klamotten zu geben. Das ist nicht die Erziehung, Bruder. Das ist deine Pflicht, das ist dein Rizq. Die Erziehung, dass ich ihm die Tawhid beizubringe. Dass ich ihm beizubringe, was ist La ilaha illallah. Dass ich beizubringe, was ist dieser Din. Dass ich bei ihm die Izza zu pflanzen. Dass ihm zu sagen, dass du eine Löwe bist und dass du kein Schaf bist. Dass du ihm zu sagen, wir sind die beste Umma, wir sind für die Menschen. Wann? Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ihr seid schon vorbereitet, ihr seid für die Menschen. Wann? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna anil munkar. Ihr erbietet das Gutes und ihr verbietet das Schlechtes. Dann kommt die Baraka von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wenn ihr sitzt, ich, weißt du, was macht Allah subhanahu wa ta'ala? Du futterst diese Kind und du bezahlst für diese Kind und du machst dich kaputt für diese Kind wegen Dunya. Wächst dieser Kind, wenn es groß ist, er macht dich kaputt. Weil du liebst diese Kind für die Dunya, Allah bestraft dich mit diesem Kind in dieser Dunya, bevor die Akhira kommt. Wallahi, das ist die wahre Wörter, liebe Bruder und Schwester. والله يا ذاكر الأصحاب كن متأدباً